Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines. Ja, sind wir drin in unserem Spiel. Letztes Mal haben wir Büroviertel erstellt. Warte, wo ist es? Hier unten links haben wir das gemacht. Oder Viertel ist es ja noch nicht. Aber Büro. Und wir haben da oben, wo ist sie, da eine Uni gebaut. Okay, was können wir denn einstellen? Budgetfenster aufrufen. Okay, und? Gebäude verschieben. Ne, das wollen wir beides nicht. Und hoffen jetzt, dass wir mehr Personen an der Ausbildung kriegen, die dann hier vielleicht auch arbeiten gehen können, aber nicht genügend Arbeiter. Warum nicht? Es muss erstmal alles stimmen, damit es verbessert werden kann. Okay, also das stimmt ja überhaupt nicht mehr hier. Das wird ja immer schlimmer, ne? Hier wohnt auch schon bald keiner mehr. War das nicht so, dass sie danach wieder bauten, oder hat sich das geändert? So. Und das haben wir jetzt. Und jetzt gehe ich da hin und sehe, nee, die wollen nur nicht wieder bauen. Die dürfen bauen, wollen aber nicht. Auch schön, ne? Ja, Bürogebäude. Gewerbegebiet dicht besiedeltes und Wohngebiet dicht besiedeltes. Vielleicht sollten wir mal das mit dem Wohngebiet noch mal gerade in Angriff nehmen, so ein dicht gesiedeltes. ja, gucken wir erstmal nach Wasser. Wasser liegt hier schon, das ist ja cool. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier. Machen wir das da oder machen wir das nicht da? Gute Frage, ne? Ich mach mal hier um die Mülldeponie ein dicht besiedeltes Wohngebiet, oder? Das will er da aber nicht. So, da geht's auch, hier geht's nicht wegen den Windrädern. Und siehe da, es passiert schon was. Gut, da wird schon was gebaut. Gucken wir da mal gerade rein, im Bau, Gebäude im dicht besiedelten Wohngebiet. 5 Stufen gehen. Okay, Wasser ist da. Stufe ist da. Tja. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Straße machen, ne? Also hier runter ja nicht, wegen dem Gebiet, wo ich sage, das brauchen wir nicht, aber wir können das auch von hier erschließen, ne? Machen wir erstmal so, oder? Zack. Nur, dass da ein paar Straßen rübergehen, denke ich mal. Können ja hier auch nochmal was machen. Ich denke mal, hier gehen wir nochmal raus. So, passt. Da drüben ist ja auch schon was hingelegt. Achso, das ist eine vierspurige, ne? Okay, ah, dann können wir ja eigentlich die da so anschließen, oder? Und die vierspurige. Ist das eine vierspurige? Müssen wir mal gerade näher ranzoomen. Wahrscheinlich war das jetzt zu sehr. Ne, war es nicht. Ist eine Vierspurige. Mit Bäumen in der Mitte. So. Haben wir es jetzt mal. Ist ganz idyllisch hier, oder? Naja, hier nicht mehr, aber. Okay. Der Müll wird wohl abtransportiert, will ich hoffen. Gebäude leert sich. Alles klar. Hier wird jetzt gebaut. Tolle Skyline hier. Was ist das? Erwachsene wohnen da 4, Kinder 1. Und wohl nur eine Familie gerade drin. Wie sieht's mit dem Haus aus? 2 Erwachsene. Oh, die haben gerade Kinder gekriegt, ne? Aber da sind noch welche eingezogen. Okay. Eine ganze Familie dazu. Gut, okay. Das geht ja jetzt voran hier, ne? So, jetzt wollen wir nur hoffen, dass es hier im Arbeitergebiet auch vorangeht. Da fehlen immer noch Arbeiter. Und das wird auch immer schlimmer, ne? Da auch. Da auch noch. Die kommen und gehen, wie sie wollen. Ich habe jetzt eine U-Bahn-Station, da habe ich ja noch gar nicht drauf geachtet.
Neues Gebiet, U-Bahn. Kostet 15.000, Verschmutzung. Wie kommt das denn da dran? Das ist ja noch die nächste Frage. Gehen wir erstmal zu so einer leeren Straße und gucken das erstmal da an. Okay. Das würde so funktionieren wahrscheinlich. Ja, schließt sich ja hier wahrscheinlich richtig gut an, die U-Bahn, oder? Hier so. Hier so. Mach ich mal, oder? Gucken, was dabei rauskommt. Auch, guck mal, hier kannst du so einen Tunnel bauen jetzt. Ah, okay. Schön. Ach nee, da muss ich nochmal anklicken, ne? So, die U-Bahn fährt dann hier lang. Gibt's die auch so geschwungen? Wahrscheinlich, ne? Und die schwinge ich jetzt hier hin. Und hoffe, dass ich die dann da auch gleich angeschlossen kriege, ne? Vielleicht besser hier nochmal erst machen, ne? Ja, sieht aber gut aus. Der Tunnel muss da nach da. Passt, oder? Ich will es hoffen. So, können die von da nach da fahren? Und haben eine Bushaltestelle vor sich. Alles klar, oder? So. Ah, nee, das müssen wir nochmal wegklicken. Das müssen wir anklicken. Und die nächste Station war hier, ne? Denke ich mal hier hin. Passt. Und kriegen wir die Station da irgendwie hin? Nicht wirklich, ne? Ist jetzt doof gelaufen. Ah, da geht's. Passt. Was soll das jetzt hier? Linienerstellung? Linienwerkzeug. Fährt von da nach da und dann nach da, oder? Ist das jetzt richtig? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Linie funktioniert. Wir werden es dann sehen, oder? Nochmal dahin. So, Transport U-Bahn aktiv. Sehe ich nicht. Ah, da fährt ein Zug. Da unten. Wahrscheinlich funktioniert sie. U-Bahn aktiv steht da. Und da oben steht Bürger und Touristen. Oh, Touristen haben wir auch schon 17. Schau an. Gut, okay. Da müssen wir ein Haus abreißen. Sollte funktionieren. Bagger raus. Das und das auch. So, stellt sich jetzt hier die Frage, ob das alles so klappt. Oh, hier ist auch noch eins. Und hier natürlich im Industriegebiet ohne Ende. Da will gar keiner mehr bauen. Ich weiß gar nicht, wieso nicht. Wegen den Arbeitern, ne? Das auch. Ich muss da irgendwie Arbeiter noch hinkriegen, aber wie? Keinen blassen Schimmer. Da hinten sind auch noch welche. Das ist weg. Jetzt zeige ich dir mir doch gerade nur einen an, oder? Okay. Ist jetzt nicht wirklich was Funktionelles. Gut, dann würde ich mal sagen, den Bagger aus und gucken wir mal, wo ist denn jetzt hier unsere Dingenstation? Hier ist sie, oder? Ist keiner gefahren. Und hier ist auch keiner gefahren. Auch schön, ne?
Das heißt, in der letzten Station, wo war die? Hier irgendwo. Da ist sie. Wird dann auch keiner gefahren sein, oder? Keine Passagiere bedient letzte Woche. Gucken wir nochmal an. Doch, da, einer pro Woche. Na, irgendwann wird es noch werden, gehe ich von aus. Aber wann, das ist die Frage. Gut, das klappt. Was machen denn unsere Bürogebäude? Wahrscheinlich gar nichts, ne? Wo sind sie denn jetzt? Da. Kein einziges Bürogebäude. Gewerbegebiet ist Nachfrage. Dann sollten wir vielleicht noch Gewerbegebiet einrichten. Vielleicht ein intensiveres. Hier wollten wir ja frei haben für was anderes eigentlich, ne? Und hier für den Bahnhof. Machen wir da noch eins hin. Und weiten das hier noch ein bisschen aus. Ach, guck mal hier rechts, ne? Was da alles passiert ist. Können wir gleich einen Bagger rausholen, ne? Die Industrie macht schlapp bei uns. Weil keine Arbeiter vorhanden sind, das ist unser Problem. Wir haben ein Arbeiterproblem. Wir haben keinen Arbeiter- und Bauernstaat. Haben wir zu viel Industrie und deswegen? Kann es ja nur sein, oder? Da ist auch noch ein Haus, was keine Arbeiter ist. Ah, es sieht ja schon relativ cool aus, oder? War hier nicht gerade auch noch einer? Er ist ja nochmal von der Klinge gesprungen, weil noch einer gekommen ist. Kann ja sein. Gut, okay. Das hat man ja hier schon gemacht, ne? Machen wir da nochmal weiter. Im Hinterhof kann auch noch einer wohnen. Wunderbar. Hat gut geklappt. Prima, schauen wir mal. Und hier vielleicht noch eins. Na komm, machen wir mal im Kreisverkehr auch noch was Großes. So, wunderbar. Gut, was ist das hier? Eine Oberschule. Können hier alle hingehen, ne? Aber es sieht doch schon ganz interessant hier aus, oder? 9 Erwachsene, 5 Kinder. Das ist doch schon mal was. Direkt neben der Mülldeponie. Gehört sich auch so, ne? So, Slums. Okay, die schreien gleich nach Wasser. Sehe ich jetzt schon. Gut, passt. Wasser ist da. Kann nichts mehr schief gehen, oder? Obwohl, Wasser, Budget, da können wir vielleicht noch was erreichen, oder? Geht das noch? %, haben wir jetzt erreicht. Gut. Und da ist schon wieder was zum Abreißen. Naja. Gut, das ist so ein bisschen das Zeichen dafür, dass eigentlich auch Leute weggehen, ne? Weiß auch nicht warum. Vor allem die Bürogebäude müssen wir ja irgendwie noch hinkriegen, ne? Keine Ahnung wie. Straßen bauen. Hier ist die große Straße. Die müssen wir irgendwie hier noch anschließen, oder? Aber wie, weiß ich auch noch nicht. Ich hätte jetzt eine Vermutung, wir gehen mal hier rüber, oder? Kriegen wir die hier rüber gezogen, die große Straße? Schwierig. So. Da rübersetzen. Da geht's nicht. Da wird's gehen. Da geht's auch. Okay. Machen wir das doch mal, oder? Geht sie denn auch wieder runter so? Ja, würde da so runtergehen. Und dann hier rein, oder? Ein bisschen schicker vielleicht. Kann man die da oben anbinden? Gute Frage, ne? Oh, das geht sogar. Das sieht doch gut aus, oder? Komm, das machen wir. Das nachher was bringt, weiß ich nicht, aber wir haben es erstmal gemacht. So, kleine Straßen noch. So mit so ein paar Bäumen dran vielleicht. Und zwar... Die geht da ja rüber. Vielleicht hier so rein. Ach so, da müssen wir erstmal runter.
machen wir mal bis dahin und von da aus gehen wir weiter. Da ist der Knick falsch, ne? Das ist dieses hier. Hätten wir eben anders machen müssen. Machen wir jetzt mal so, oder? So, wenn wir jetzt diese Straße nehmen, dann geht die nämlich bis da hinten hin und macht am Ende einen Knick. So. So. Und ganz einfach geradeaus. So haben wir sie, oder? Soll auch gut sein. Dann Wasser. Fehlt es noch ein bisschen. Nehmen wir mal nach da. Bis nach da. Müssen wir noch einen Tacken weiter nach da kriegen. Und da einfach mittig rein und dann passt das schon. Gut, dann haben wir das Wasser auch erledigt. Da bauen wir noch ein paar Wohnhäuschen hin. So. Passt schon, oder? Ja, das lassen wir mal da rechts frei. Da weiß ich auch noch nicht, was wir da hinsetzen. Hier vielleicht noch ein bisschen Skyline, ne? Ah, da lassen wir mal. Machen wir da wieder weg. So, und dann ziehen sie schon ein. Das mit dem Bürogebäude, das weiß ich noch nicht, was das werden soll. Aber kriegen wir auch irgendwann hin. So, aber ich würde sagen, für die Folge soll das auch schon wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.